Wir befinden uns im Chicago der 20er Jahre. Roxy Hart, eine Nachtclubsängerin, erschießt ihren Liebhaber Fred und kommt ins Gefängnis. Habgier, Korruption und Machtintrigen bestimmen dort die Atmosphäre. Der Star des Gefängnisses ist Velma Kelly. Sie steht kurz vor ihrer spektakulären Gerichtsverhandlung, die, einer großen Show gleich, von ihrem Anwalt in Szene gesetzt wird. Doch plötzlich wird Roxy zum Liebling der Medien. Und zwischen den beiden Frauen bahnt sich eine Rivalität an. Nach einer wahren Begebenheit wird diese Geschichte, die Geschichte eines Verbrechens aus Leidenschaft, mit großem Erfolg auf den großen Bühnen der Welt präsentiert. Und am 6. Dezember 2002 feiert er die Verfilmung mit Richard Gere in London Premiere. Oh.
So that's it, Tom Fred? Yeah, I'm afraid so, Roxy. Oh, Fred.